Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maishish. Wir haben heute mal den letzten Almasiva Tabak der drei im Bunde. Wir haben den handgemacht und illegal vorgestellt, was eine Kiwi Ananas war, den ich sehr, sehr nice fand. Den Ghetto Cola haben wir reviewed, der war okay. Und heute gucken wir uns den letzten an, und zwar Almasiva Blaulicht. Was soll Almasiva Blaulicht sein? Das Ganze ist ein Mix aus blauen und roten Beeren. Also ja, ein klassischer Bärenmix. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von so Bärenmix-Tabak. Mal gucken, wie der mich anspricht. Aber wie man ja von den meisten hört, die finden, dass der Almasiva Blaulicht der beste Tabak von den neuen drei Almasiva-Sorten ist. Und wir gucken uns das heute mal an. Ihr bezahlt hier 17,90 Euro für 200 Gramm, ja, wie Almasiva typisch eben an der Stelle. Danke an Nick, dass er mir den Tabak für das Review zur Verfügung gestellt hat. Instagram von ihm findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ja, ansonsten, die Dose ist fast leer, aber ich rieche mal dran. Also ihr riecht, ja, es ist ein klassischer Bärenmix-Tabak. Würde ich jetzt nicht anders sagen. Also es riecht wirklich wie... Ja, wie, naja, eine Art Früchtetee könnte man das sagen. Also so, wenn ihr so Früchtetee, so Bärenmix-Früchtetee habt, so riecht das. Schnitt und Feuchtigkeit wie bei den anderen, ja. Also super eingezogene Molasse. Schnitt ist vollkommen okay. Also ich denke, da kann man nicht meckern. Und ansonsten würde ich sagen, wir gucken uns jetzt hier den Kopfbau im Schnelldurchlauf an. Heute mal im Oblaco M mit Kalaut Lotus 1, 3 Kohlen und gib ihm auf gutem Noppenkontakt. So, willkommen zurück, Freunde. Kopfbau habt ihr gesehen. Locker fluffig das Ganze reinfallen lassen. Wie immer, ihr kennt's. Da hat der Cori versucht, Luft zu holen. Ist allerdings gegen die Glasverstrebung geknallt. Herzlichen Glückwunsch an dich. Der hat morgen Kopfschmerzen. Wie auch immer, wir nehmen jetzt hier den ersten Zug vom Almasiva Blaulicht. Rauchentwicklung, brauche ich nicht viel zu sagen. Top, kann ich nicht meckern. Zum Geschmack. Ich sag's euch vorneweg, es ist kein Tabak, den ich persönlich sehr feiere. Ich habe mir gestern schon mal ein Köpfchen davon gegönnt. Die anderen Leute aus der Maishish Crew quasi, außer die Regie, die feiern den. Aber ich nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum so viele Leute den feiern. Ich meine, klar, das ist immer Geschmackssache, aber ich finde den ziemlich künstlich. Ja, ich finde den halt einfach künstlich und mir ist dieses Künstliche zu stark. Also, wenn ihr jetzt so Früchtetee trinkt, ne, gerade wenn es so Bärenmix-Früchtetee ist, kennt ihr das ja, dass das manchmal so, ja, so richtig chemisch schmeckt, ne? Einfach null natürlich. Das ist bei Tabak oft so, aber das ist mir halt einfach ein Stück zu chemisch. Nichtsdestotrotz, der Tabak ist vollkommen okay, drückt nicht, kratzt nicht, ja, geschmacklich lässt sich immer drüber streiten. Ich kann ab und zu auf jeden Fall rauchen. Ich denke, gerade so in Verbindung mit noch einer Minznote oder so, die er ja keineswegs hat, ist auch TPD-konform. Wäre der nochmal ein Hauch besser. Ich habe auch festgestellt, dieses Künstliche legt sich tatsächlich nach so 10, 15 Minuten Rauchen. Dann ist das Künstliche weg. Dann geht es nicht in so eine natürliche Richtung, aber es ist nicht mehr so extrem künstlich.
dass das eine Mischung aus roter und einer blauer Beere oder also roter und dunkler Beere ist, schmeckt man auf jeden Fall. Die roten sind ja etwas saurer als blaue Beeren und das schmeckt man hier schon sehr gut raus. Also ihr habt wirklich so einen Grundton, ist so eine süße Beere und der Abgang ist einfach eine leicht saure Beere. Keineswegs sehr sauer, aber man merkt es auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, es ist ein guter Tabak, den man schon zwischendrin mal rauchen kann, keine Frage. Aber für mich ist es jetzt nicht, wie von vielen betitelt, der beste der drei neuen Almaziva-Sorten. Das ist für mich handgemacht und illegal, da stehe ich einfach voll drauf. Ich könnte es mir vorstellen, nochmal eine Dose zu holen, wenn ich sie gekauft hätte. Aber ja, die würde dann auch eine Weile stehen, glaube ich. Weil es ist ein Tabak, den ich jetzt nicht daily rauchen könnte, sondern ja, einmal die Woche, wenn es hochkommt. Dennoch, also was Bärenmix angeht, aktuell schon ein guter Tabak, ja. Ich kenne viele Bärenmixe, die ich absolut nicht feiere, die mir noch weniger schmecken als der. Der ist da schon wirklich gut getroffen. Ansonsten, ja, wenn ihr halt einen Tabak sucht, der einen künstlichen Bärenmix so auf Früchtetee-Niveau macht, dann habt ihr mit dem Almaziva Blaulicht oder macht ihr mit dem Almaziva Blaulicht absolut nichts falsch. Ist ein solider Tabak. Und dann bleibt mir für heute nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.